Ihr vier Abenteurer kommt nach Korinnes. Am Tor hält euch die Wache auf und verlangt zwei Silberstücke. Was tut ihr? Der Barbar? Ich hau ihm eins aufs Auge. Das Geld spare ich mir. Die Wache kippt um, blutet aus der Nase und ruft den Rest. Soldaten stürmt ihr heran. Was macht ihr? Der schüchterne Bade. Was macht ihr? In diesem Video gibt es nicht nur Tipps für die Spielleitung, wie sie schüchternen Spielern helfen kann, sich besser in die Gruppe einzufinden und mehr Spaß und mehr Rollenspiel zu machen und aktiver zu werden. Es gibt auch ein paar Tipps für schüchterne Spielerinnen selbst. Also, bleibt dran. Was sind eigentlich schüchterne Spieler? Es gibt zwei Arten von Spielern, die sich üblicherweise zurückhalten. Auf der einen Seite gibt es die schüchternen Spieler, das heißt die, die sich nicht trauen, die in sozialen Situationen erstmal warm werden müssen, die sich vielleicht nicht zutrauen, gutes Rollenspiel zu machen. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die es einfach genießen, einer Geschichte zuzuhören und zu lauschen. Und die zweite Gruppe, lasst doch einfach in Ruhe oder entscheidet, ob sie überhaupt zu euch mit euch spielen sollen. Weil so eine Konsumentenhaltung kann für den einen Spieler okay sein, für den anderen ist es nicht. Bevor die Session richtig losgeht, das Spiel richtig losgeht, gibt es eine Sache, die ich immer mache. In der Session 0 kläre ich Erwartungen ab, ich kläre darüber auf und ab, wie gespielt wird und ich versuche hier schon Vertrauen aufzubauen, indem ich klar bin. Ich stelle manchmal auch meine eigenen Vorschläge in Frage und sage, oder wollt ihr das lieber so? Was meint ihr denn? Und ich gucke, dass ich auch jeden Spieler am Tisch anspreche, besonders wenn ich ihn noch nicht kenne, damit ich ja eine Ahnung davon bekomme, wie die so drauf sind und um wen ich mich vielleicht ein bisschen mehr kümmern muss am Anfang, damit er auch gut dabei ist. Ich mache weiterhin klar, dass es nicht darum geht, irgendwie ein perfektes Spiel abzuliefern, sondern es geht darum, zusammen einen Weg zu gehen und sich dabei ein bisschen entwickeln zu dürfen. Der Spieler möchte sein Rollenspiel mehr entwickeln, der Spielleiter oder die Spielleitung möchte ihre Master-Tools ein bisschen besser entwickeln. Das können verschiedene Sachen sein. Das Erste, was nach der Session 0 passiert oder vielleicht noch in der Session 0 passiert, ist die Charaktererschaffung. Und hier gibt es auch den ersten Tipp. Ich finde es ganz wichtig, dass der schüchterne Spieler nicht noch einen ruhigen Charakter spielt oder irgendwas spielt, was ihm sehr ähnlich ist. Ich glaube, dass es dann zur Interaktion kommt zwischen Spieler und Charakter, dass die Rollen durcheinander kommen und dass manchmal das im Spiel für den Spieler besonders anstrengend und schwierig wird. Besonders schwierig, aus dieser Rolle schüchtern herauszukommen und besonders anstrengend, weil vielleicht ihn bestimmte Sachen antriggern, die ihn auch als Mensch antriggern. Probleme, die auf ihn als schüchterne Menschen zukommen. Deswegen empfehle ich den Spielern, dass sie von Anfang an was spielen, was ihnen vielleicht im ersten Moment nicht eingefallen wäre. Also stellt euch mal vor, ein schweigsamer Assassine mit einem schüchternen Spieler. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass der Spieler nicht allzu viel zu Wort kommt. Wenn allerdings jetzt ein sehr aktiver Spieler einen schweigsamen Assassinen spielt, werdet ihr wahrscheinlich feststellen, dass trotzdem noch ganz viel Interaktion da ist. Der wird es euch irgendwie zeigen, also ein aktiver und, sagen wir, sehr selbstbewusster Spieler, dass er noch Möglichkeiten hat, das Spiel einzugreifen. Also was wäre eine gute Möglichkeit für einen schüchternen Spieler? Was könnte er spielen? Mir fallen da so ein paar Sachen ein, zum Beispiel ein Barden, der unfassbar fröhlich ist und wortgewandt, oder
ein Barbar, der vielleicht nicht der Hellste ist, aber immer einen flotten Spruch bereit hat, vielleicht auch manchmal etwas unpassend. Solche Charaktere, die so ein bisschen lauter sind, ein bisschen, ja, sehr weit weg von dem, was den schüchternen Spieler ausmacht, die würden prima passen und die würden auch super helfen, um diese Trennung zwischen Spieler und Charakter gut hinzukriegen. Und ich glaube, dass das wirklich ein gutes Ding ist. Zweitens, sich als Mensch weiterentwickeln. Ich finde, das ist immer ein wichtiger Punkt, dass man so die Chance hat, in verschiedenen Bereichen sich als Mensch weiterzuentwickeln, neue Kompetenzen zu entwickeln, neue Sachen zu lernen. Das Rollenspiel gibt einem die Möglichkeit, in einem sozialen Kontext zum Beispiel, Sachen auszuprobieren, die man sich nicht traut sonst. Aber hier besteht maximal die Gefahr, dass man irgendwie einen Würfelwurf versiebt und dass seine Aktion irgendwie scheitert. Dann kann man immer noch sagen, das war der Wurf. Ich habe das gut gemacht, aber der Wurf war schlecht und deswegen hat es nicht geklappt. Das gibt einfach einen großen Abstand zwischen Spieler und Charakter und es macht richtig Spaß. Wenn der Spieler aber darauf beharrt, seinen eigenen Charakter, den er sich komplett überlegt hat, so zu spielen, ist das natürlich okay. Dann helft ihm dabei, kleine Modifikationen zu finden, die dafür sorgen, dass er aktiver wird. Also, um jetzt nochmal zu dem stillen und schweigsamen Assassinen zurückzukommen, das könnte natürlich einer sein, der einen unfassbar trockenen Humor hat und immer von der Seite im schlimmsten Moment einen furchtbaren, zynischen Witz reinschmeißt oder sowas. Oder was könnte denn noch ein stiller Charakter sein? So ein stiller Forscher, der eher so in seine Unterlagen vertieft ist. Der könnte immer so Anwandlung von Redefluss haben, wenn er zu sehr in seinem Thema ist. Oh, ich habe gehört, die Magie, ja. Wenn wir diesen Zauber versuchen, sollte das ja ganz furchtbare Auswirkungen auf das Kontinuum haben. Ja, also er greift ein Spiel, er spricht. Und das ist ja das, was wir wünschen. Tipps für während der Session. Tipps für während der Session. Spielt Charaktere, besonders stille Charaktere, aber auch andere Charaktere direkt an. Der schüchterne NPC wird sich wahrscheinlich von dem wilden und bedrohlichen Barbaren abgeschreckt fühlen. Vielleicht geht er heimlich zu dem stillen Assassinen, um einen Gefallen zu bitten oder ihn zu bitten, irgendwas zu tun. Also hier kann es Anknüpfungspunkte geben, gerade durch die Schüchternheit, weil irgendwas Ähnliches ist. Oder der besoffene Stadtwachenkämpfer in der Kneipe sucht sich vielleicht gerade eben den stillen Assassinen aus, um ihn zu mobben, sage ich mal, um ihn anzupöbeln. Das ist eine Möglichkeit. An solchen Stellen müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil das kann natürlich für den schüchternen Spieler eine ganz schöne Herausforderung sein. Also, wenn sowas ist, versucht, die anderen Spieler mit einzubeziehen, dass sie den unterstützen, aber trotzdem so, dass er die Situation allein bewältigen kann. Natürlich können sich Spieler auch gegenseitig anspielen. Und da würde ich euch bitten, dass ihr eure aktiven, eure Spotlight-Spieler vielleicht, also auf jeden Fall aktive Spieler, darin bestärkt, andere Leute ins Boot zu holen. Ja, wenn der Barbar mal wieder eine Tür auftritt und dann fragt, oder wollen wir lieber leise, und dann den wortlosen Rogue anschaut und sagt, willst du das machen? Ist das natürlich was ganz anderes, als wenn ihr einfach an eine Tür kommt und die Tür auftritt. Spieler können sich gegenseitig anspielen, sowohl in sozialen Sachen, Aspekten, als auch bei Aufgaben. Ihr könnt Aufgaben rübergeben, ihr könnt Verantwortung verteilen und ihr könnt sehen, wie andere Spieler, und das finde ich sehr schön, dabei wachsen, dabei größer werden und besser werden als Rollenspieler, indem sie einfach Sachen ausprobieren können und indem sie herausgefordert werden. Positive Aktion belohnen. Also beim D&D zum Beispiel gibt es die Inspiration. Es gibt auch andere Möglichkeiten,
Also ein wenig Geld, was extra gibt oder eine wertvolle Information, eine Warnung vor irgendeinem. Ja, also ihr könnt überlegen, was ihr an Belohnungen rausgibt, wenn Spieler irgendwie ein tolles Verhalten zeigen. Sei es jetzt der aktive Spieler, der den Spieler, der schüchtern ist, unterstützt, oder den schüchtern Spieler, der mal über seinen Schatten springt und was ganz Neues macht. Belohnt das. Gebt ihm eine Inspiration oder gebt ihm irgendwas, wovon ihr denkt, ihr könnt euch ja vorne eine Liste machen, das könnte helfen. Ich meine jetzt nicht irgendwie eine Zauberspruchrolle, nicht irgendwas wahnsinnig Tolles, aber irgendwas, eine Kleinigkeit, die hilft zu sagen, ja, ich habe was richtig gemacht, ich kriege eine Belohnung dafür. Denn diese Belohnung wird dafür sorgen, dass er beim nächsten Mal sagt, ach, ich probiere es nochmal. Das ist einfache Verhaltenspsychologie. Was mit Hunden funktioniert, funktioniert mit uns Menschen genauso. Eigentlich lustig, aber es stimmt. Worauf wir als Spielleiter auch immer achten sollten, ist, dass jeder mal glänzen darf und dass die Zeitverteilung so einigermaßen gleichmäßig ist. Geht da nicht mit der Uhr ran und stoppt irgendwelche Zeiten für verschiedene Spieler, aber versucht einfach, dass alle irgendwie glänzen können und dass jeder so seine Zeit hat. So ganz locker. Mal der eine mehr an dem einen Abend, mal der andere mehr. Ihr werdet merken, eure Spieler werden es euch danken und werden es genießen. Liebe Spielleiter, liebe Spieler, genießt es doch, den anderen bei ihren Aktionen zuzuschauen. Ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, wenn man so emotional dabei ist und gerne was machen möchte. Aber da ist vielleicht gerade jemand, der einen Moment haben könnte, in dem er wirklich glänzt. Und ich finde es auch sehr schön, diese Momente mitzugenießen, weil man durch sein Verhalten unterstützt hat, dass diese Momente stattfinden können. Kann man das auch genießen. Und es gibt nichts Schöneres als ein schüchternen Spieler, der über seinen Schatten springt, oder irgendein anderer, der mal was Neues macht, wo sich der Charakter entwickelt, jemand, der besonders gutes Rollenspiel macht. Also genießt es. Denkt nicht an die nächste Aktion sofort, sondern seid dabei, genießt es und freut euch darüber. Genießt auch die Pausen im Spiel. Tempo beim Rollenspiel ist ein ganz wichtiger Punkt. Manche Szenen brauchen Druck, um voranzukommen. Ja, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Rennt ihr weg oder greift ihr an? Nachher kann es zu spät sein. Ja, Entscheidungen, die nicht gefällt werden, sind auch Entscheidungen. Aber genauso wichtig ist es auch, an der Stelle mal den Spielfluss wirklich zu verlangsamen und zu schauen, dass Leute irgendwie Zeit haben, was zu machen, dass kein Druck da ist, dass man mal zu einem Händler gehen kann, dass man mal mit jemandem sprechen kann, mit einem Wirt oder sowas, und dass es einfach Spaß macht. Und während der eine, der im Spotlight stehende Kämpfer mit dem Wirt spricht und irgendwas bequatscht, könnte ja auch die Bardame, die den schüchternen Spieler irgendwie ganz süß findet, dazukommen und ihn mal ansprechen. Nutzt Gelegenheiten. Nutzt Pausen. Der nächste Punkt findet nach der Session statt. Was macht ihr nach der Session, wenn eure Spieler, wenn es eigentlich vorbei ist? Das Beste ist, ab und zu mal eine Feedback-Runde zu machen. Am Anfang vielleicht ein bisschen häufiger, gerade wenn man mit neuen Spielern unterwegs ist. Nachher kann das weniger werden. Aber immer mal wieder. Überprüft, was ihr gemacht habt, und gebt ein paar gute Fragen raus. Einfache Fragen sind: Was war zum Beispiel dein Höhepunkt an diesem Abend? Was war dein Schmuckstück? Was ist heute Abend zu kurz gekommen? Was verdient einen besonderen Hinweis? Was ist dir aufgefallen? An solchen Stellen können auch zum Beispiel schüchterne Spieler sich mal ein Lob abholen. Ich fand super, dass Peter heute mit seinem stillen Assassinen irgendwie mal aus den Schatten getreten ist. Sie können sehen, dass es was Positives ist, was sie gemacht haben. Und das ermutigt sie daran, dass sie es wieder tun. Außerdem gibt euch das als Spieler die Möglichkeit zu erfahren, wo ihr vielleicht noch euch weiterentwickeln könnt oder wo es schon gut läuft. Was ist gut gewesen? Was spricht eure Spieler an? Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Macht nicht immer die gleichen Fragen, sondern überlegt euch was.
Wichtig ist dabei, dass ihr die Spieler nach einer persönlichen Meinung fragt und dass ihr nicht angepisst seid, wenn sie was sagen, was euch im ersten Moment nicht gefällt. Es ist eine persönliche Meinung. Wenn euch die Art nicht gefällt, wie sie es sagen, könnt ihr auch darauf hinweisen, dass sie es bitte als persönliche Meinung, zum Beispiel als Ich-Botschaft, sagen. Wenn einer sagt, ach, man sollte mehr Kämpfe im Spiel haben, dann kannst du sagen, du würdest dir wünschen, dass es mehr Kämpfe gibt. Verstehe ich das richtig? Das ist was anderes, es fühlt sich anders für euch an. Feedback ist eine tolle Sache, macht das. Immer mal wieder. Gerade in Bezug auf schüchterne Spieler, aber auch auf alle anderen Sachen, finde ich, hat sich Vertrauen bei mir in der Gruppe wirklich sehr als sehr positiv wirksam gekennzeichnet. Ich habe eine offene Kommunikationsstruktur. Ich frage, wenn ich nicht sicher bin, ob irgendwas okay ist. Und ich genieße es auch, wenn die Spieler was sagen, auch wenn sie mal was sagen, was mir vielleicht im ersten Moment wehtut. Ja, wo ich denke, ah Mist, da haben sie recht und das habe ich nicht gut gemacht. Natürlich ist das unbequem, aber das gibt mir ja eine Chance, dass ich das verbessern kann. Und deswegen frage ich danach. Und Vertrauen baut sich dadurch auf, dass ihr konsequent handelt, dass ihr authentisch seid. Und es gibt noch ein paar Punkte. Ich habe mal ein Video gemacht über Vertrauen. Schaut auch mal rein. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Und es sorgt auch dafür, dass eure schüchternen Spieler sich mehr trauen. Wenn sie sehen, dass ihre vielleicht auch leicht missglückte Aktion keine schlimmen Folgen für sie hat, ja, dann werden sie es auch nochmal versuchen. Weil ich glaube auch, dass der schüchterne Spieler, genau wie jeder andere Spieler, Lust daran hat zu spielen. Sonst würde er das nicht machen, was wir machen. Jetzt so gegen Ende hin könnt ihr Spielleiter ausschalten, wenn ihr wollt, oder ihr hört weiter zu, weil jetzt habe ich noch ein paar Tipps, die speziell für schüchterne Spieler sind und die sich jetzt hier anhören können, wenn ihr wollt. Also, vielleicht bleibt ihr dran, ihr könntet sie ja auch weiterreichen. Liebe schüchterne Spieler, versucht mal, eure Mitspieler vorher kennenzulernen. Vielleicht klappt das nicht so leicht jetzt mit Corona, aber das wird jetzt auch hoffentlich ja bald vorbei sein. Also, fahrt mal mit jemandem zusammen zur Session, unterhaltet euch mit ihm ein bisschen, werdet warm mit den Leuten. Es ist viel leichter, im Rollenspiel zu sein, wenn ihr die Leute kennt, mit denen ihr spielt. Wir hatten auch einen Spieler bei uns in der Session, der sehr schüchtern war am Anfang und der mittlerweile gemerkt hat, dass ihm keiner was Böses will und der fühlt sich sehr wohl und der spielt super. Ich finde das schon fast schade, dass er das vorher nicht gemacht hat, aber ich kann es natürlich verstehen. Es ist am Anfang nicht leicht. Es wird leichter, wenn ihr die Leute kennt und wenn ihr wisst, dass ihr in einer sicheren Umgebung seid. Der zweite Punkt ist, lernt euren Charakter gut kennen. Ich habe euch hier nochmal ein Video eingestellt mit Charakterfragen. Das hilft ganz gut, wenn man die für sich mal beantwortet hat. Schaut da mal rein, wenn ihr wollt. Und ihr müsst überlegen, es ist ja immer ein Umweg noch im Denken drin. Das heißt, ihr müsst erstmal überlegen, was euer Charakter auf eine bestimmte Situation machen würde. Dazu kommt, dass man vielleicht auch noch überlegt, was man selbst in der Situation machen würde und was Konkurrenz sein könnte. Es wird leichter, wenn ihr ein klares Bild davon habt, wie euer Charakter sich verhält. Es gibt ein super Video von Pete. Schaut da mal rein. Der macht tolle Sachen von Mit Vorteil. Ich weiß nicht, ob ich das verlinken kann, aber Mit Vorteil und dann mal reinschauen. Da gibt es auch interessanten Content. Also guckt mal dort. Der nächste Punkt ist, macht euch keinen Druck. Es ist total schön, Pen and Paper zu spielen. Und Druck nimmt einfach den Spaß. Also versucht es zu vermeiden. Versucht einfach, ohne Anspruch ranzugehen an euch, aber trotzdem jedes Mal ein bisschen besser zu werden, ein bisschen mehr in euren Charakter einzutauchen. Meine Charaktere sind am Anfang auch meistens nicht so super und ich muss sie selbst auch erstmal kennenlernen, erstmal ein Gefühl dafür entwickeln. Und das ist normal. Andere Spieler können es vielleicht schon. Bei mir ist es nicht so. Ich brauche immer ein bisschen, um mit meinem persönlichen Spielcharakter ein bisschen warm zu werden. Und deswegen, nur weil andere schon mal was vielleicht besser machen oder anders machen oder auffälliger machen, macht euch keinen Druck, sondern nehmt euch die Zeit, die ihr braucht und genießt dieses wunderbare Spiel.
Auch ein guter Einstieg ist es, der so die erste Hürde nimmt, ist, sich einen Trademark zu überlegen. Hallo, mein Name ist Wilhelm von Riba und ich bin der dritte der Brüder von Riba. Und deswegen, ihr versteht schon, worauf ich hinaus will, zum Beispiel eine komplizierte Vorstellung oder ein Tick, den man ausspielt. Ja? Ihr wollt mich wirklich so? Ja? Gut. Also irgendwas, was euren Charakter anders macht als andere. Und was ein Trademark ist. Und wenn ihr überhaupt nicht wisst, was ihr macht, dann versucht einfach dieses Trademark runterzuspielen bei irgendeiner Begrüßung. Es nimmt einfach eine Hürde, ist ein fester Satz, so wie, wie man nach dem Wetter fragt, wenn man Smalltalk macht, zum Beispiel. Es geht ja auch nicht darum, dass man wissen will, was das Wetter macht, sondern, das kann man auch auf seiner App sehen, ja, vielleicht in einer anderen Stadt, sondern es geht darum, einen Einstieg ins Gespräch zu schaffen. Fällt mir auch oft schwer, nach dem Wetter zu fragen, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, oder? Was es auch leichter macht, finde ich, ist es, wenn ihr euren Charakter mit anderen Charakteren schon in der Vorgeschichte verbindet. Das heißt, dieser erste Smalltalk, wer bist du, was machst du, was kannst du und so weiter, das fällt schon mal weg. Und das schafft schon mal eine Atmosphäre. Man kann sagen, man kennt sich. Das heißt, auch ein stiller Spieler oder ein stiller Charakter kann mit seinen Leuten anknüpfen. Und das macht es ein gutes Stück leichter. Ja, das war's schon für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch Ideen habt, ich freue mich darüber. Schreibt es in die Kommentare. Entstanden ist das Ganze durch eine Diskussion bei Facebook, wo ich mal gefragt habe. Und es kamen ganz viele interessante Vorschläge. Also schaut mal rein in Game Masters Vault zum Beispiel oder in die anderen Facebook-Kanäle. Es gibt da viele interessante Sachen und diskutiert mal mit. Aber auch, wie gesagt, gerne bei mir bleiben und hier was bei YouTube in die Kanäle schreiben. Das war's. Vielen Dank. Macht's gut. Euer Martin. Tschüss.